Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes. So, wir müssen zum nächsten Bahnhof. Den da. Gehen wir natürlich instant hin. Gibt's nichts Neues? Das ist ja alles hier. Ja, genau. Gucken wir nochmal in unser Büchlein rein. Auch nichts. Fortfahren. So. Okay. Alkohol. Locked. Abgeschlossen. Okay. Hey, Watson, du stehst im Weg. Gehst du? Hier ist nirgendwo einer. A fishing advertisement. Okay. Gucken wir mal hier draußen. Steht auch niemand. Okay. Hier hat jemand hastig gepackt. LOL! Die Type pennt! I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. A telegraph. Der Typ pennt einfach. Was ist denn das für einer? How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18-hour 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Schnapsnase hat auf jeden Fall. Sag ich ja. Oder haben wir schon alles? Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. The station master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Yeah, cool.
Bartmann, ich erinnere mich noch sehr gut an alles. Es war spät und ich war müde, aber ich erledige meine Arbeit. Und wenn schon, da muss man doch nicht so kleinlich sein. Scheiße. The station master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Okay, das war's nicht. Ey, komm schon! The station master Bertram. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. So, okay. Streckenkarte, Zug war verspätet, nicht Versicherungsschein, wird's nicht sein. Zusammenstellung. Nehmen wir das. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. B. Oh. Das? Der Zug kam in Chesterfield an, der Bahnhofsvorsteher war betrunken, sein Auto. Der Zug hat den Bahnhof von Chesterfield passiert, auch wenn der Bericht des Bahnhofsvorstehers unverständlich ist und Fragen aufwirft. Ich muss mir noch mal das Telegramm angucken. Bahnhof Chesterfield, Zug. Ja, Abfahrt. Er ist angekommen. Er ist angekommen. Passagier, der Zug hat den Bahnhof von Chesterfield passiert, auch wenn der Bericht des Bahnhofs verstanden für sich. Der Zug, ja, genau, das hier. Das ist also richtig. So, dann... Untersuchen Sie sorgfältig den Bahnhof von Chesterfield. Untersuchen Sie am Bahnhof von Peckraum befindet. Reisetasche, die sich im Peckraum befindet. Okay. Locked. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Okay. Da. Fertig. Bags were recently dragged here. Okay. French wine, a remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. Das ist ein alter Dieb. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them.
railway post bags. The whole train just... You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line so that the water wouldn't come in too close. You are... Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Okay. Okay. Untersuchen Sie am Bahnhof von Bellington Mr. Robinsons Reisetasche. Fahren wir nochmal dorthin. Hier gibt's nichts Neues. Im Notizbuch dürfte auch nichts Neues stehen. Bin ich mal gespannt. So. Wo ist die Reisetasche? Da ist er. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Okay. Danach muss ich mich richten. Geh mal nach danach. Bin ich gerade selber ein bisschen überfragt bei dem Schloss. Ah, oh, okay. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. An exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive sales. Mr. Robinson is the seller. What the fuck? Der hat das an mehrere verkauft? Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Robinson ist ein Opfer, der Verlust ist eine Katastrophe für Robinson. Auch wenn er den Betrug geplant hat, hat er viel mehr verloren. Wir nehmen mal das. Man kann sich ja später immer noch umentscheiden. So. Lösen Sie das Rätsel, untersuchen Sie sorgfältig den Bahnhof von Chesterfield. Dann gehen wir wieder dahin. Da wird irgendwo noch was versteckt sein. Aber was ist, wenn ich jetzt hier...
das auswähle, verbindet sich das. Oder wenn ich hier das nehme, verbindet sich nichts. Nee. Doch, der kam ja an. Und das hier ist... Aufgrund der Versicherung und von mehreren betrügerischen Exklusivverträgen wird der Fluss des Prototyps des Raums eine hohe Geldsumme einbringen. Ja! Wir lassen mal das... Sicher ist sicher. Man weiß ja nie. So, aber wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt und genießt den Tag. Bye, bye.